Wenn NWZ Inside ruft, kommen sie alle. Erst recht, wenn es auch noch für den guten Zweck ist. Promis wie Nadja Abdel-Farag waren am Samstag bei der NWZ Inside im Postparty im Oldenburger Grand Café. Im gesonderten VIP-Bereich gab es Live-Gesang vom Feinsten. Ava Cora, bekannt aus DSDS. Come on, Jakob. Ein Teil der Einnahmen kam der Elterninitiative krebskranker Kinder in Oldenburg zugute. Ich will das ja auch gerne unterstützen, da ich ja selber eine große Schwester habe, die halt auch Krebs hatte und ich das ja auch daher kenne und einfach gerne dabei sein möchte, um das halt alles zu unterstützen auch. Ich finde, solange wir alle gesund sind, sollten wir uns mal einen Kopf darüber machen, wie es anderen Menschen geht, denen es nicht so gut geht, gesundheitlich, und sollten da unterstützend Hilfestellung bieten, weil irgendwann könnte es auch mal uns treffen und wir würden uns auch dann in dem Moment freuen, wenn wir solch eine Unterstützung bekommen würden. Na, Gina, hast du schon einen ersten Freund gefunden? Du, ja super, die Kontakte laufen mir, die Party ist toll, ich bin zufrieden. Und natürlich war auch beim Partyvolk gute Laune angesagt. Also ich muss sagen, es war ein interessantes Publikum, es waren nette Leute, tolles Essen, eine tolle Stimmung. Ich komme gerade so ein bisschen in Fahrt. Gefällt mir sehr. Also ich habe nicht erwartet, dass es so wird, wie es jetzt ist. Also ich bin angenehm überrascht, die Stimmung ist gut, das Essen war lecker. Aber nicht jeder fuhr auf das Essen ab, dafür gab es mal was zu sehen. Das ist ein Sixpack und braucht eine spezielle Ernährung. Richtig, das ist ein Sixpack, also muss nicht, jetzt nicht unbedingt Bodybuilder haben, aber mein Bizeps kann ich leider jetzt nicht zeigen. Das habe ich letzte Woche bei Stefan Raab beim Quizboxen verletzt, wird auch nächste Woche operiert und deshalb ist es blau und grün angelaufen. Da bleiben nur noch die Bauchmuskeln über. VIPs mitten unter den Oldenburger Feierwütigen. Das war sie, die NWZ Inside Impost Party. Wiederholung nicht ausgeschlossen. Oh,